gemacht habe. Die Luft ist rein. Gehen wir. Wir werden hier bleiben, Alexios. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athena in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Ihr wisst, was mit Perikles geschah. Soll mit euch dasselbe geschehen? Wenn alle Gegenstimmen verschwinden, wird sich das Volk nicht gegen ihn wenden. Man braucht mich hier. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen, ihr beide. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Alexios. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, das passiert. Wegen Perikles und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Ich tat, was ich konnte, um die Menschen zu beschützen. Niemand sagt etwas anderes, Alexios. Der Kult des Kosmos hatte einfach einen Plan, den wir zu spät erkannten. Sie schlugen im richtigen Moment zu. Und wegen Phöbe? Nein, mit Verlaub. Dafür bin nur ich verantwortlich. Ich hätte sie in meiner Nähe behalten sollen. Das war mein Fehler. Nein, ich wollte mich entschuldigen. Es war nicht deine Schuld. Tut mir leid. Nur ein weiterer Mord im Namen des Kults. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix. Thank you.
Du bist still heute Abend, Barnabas. Verzeih. Vor Jahren in einer hellen Nacht wie dieser segelte ich mit meinem alten Freund Garros nach Samos, als wir hörten, dass in der Dunkelheit unsere Namen gesungen wurden. Der Gesang war so süß, dass wir vergaßen, wie wir sind. Sag nicht, du hast die Sirenen gesehen. Ich hielt mir die Ohren zu, um dem Gesang zu entgehen. Doch als ich Garros warnen wollte, war er fort. Ich sah ihn nie wieder. Das tut mir leid. Wenn die See ruft, weißt du nie, wo sie dich hinführt. Vielleicht ist Garros jetzt König in einem fernen Land. Man weiß es nicht. Hart an den Wind! Nicht so nah heransegeln? Wir sind in gefährlichen Gewässern, Kapitän. Dein Herzschlag ist genauso laut wie das Meer. Wir nähern uns Naxos. Du aufgeregt? Nervös. Was soll ich hier sagen? Halbe griechische Welt gereist, um sie zu finden. Du musst überhaupt nichts sagen. Einfach nur da zu sein, wird reichen.
Blut oder Veränderung. Phönix muss wählen. Das Werk dieses Künstlers ist überall. Seine Überzeugung ist klar wie Wasser. Antworte mit einer Waffe, dann gibt es keinen Widerspruch. Du solltest lieber nachdenken, bevor du handelst. Es geht um Politik, so verlockend es auch sein mag, dem Instinkt zu folgen. Dieser Rebell will offensichtlich Aufmerksamkeit. Jemand sollte ihm welche schenken. Ich habe dasselbe gedacht. Und ich glaube, dieser jemand könntest du sein. Sag mir, wo er ist, und ich setze dem ein Ende. Siehst du diese Pigmente? Das ist eine seltene Farbe, und ich kenne nur einen Künstler, der sie benutzt. Soweit ich weiß, lebt er in einer Höhle am Wasserfall des Rutsuna. Ich stoppe ihn. Wir dürfen auf Drohungen nicht mit Gewalt antworten. Wir würden nur Öl ins Feuer gießen. Wenn es das ist, was du willst. Es ist das, was sie will. Phönix will für das Volk kämpfen, nicht gegen es. Sie sollen nur keine Kunstwerke mehr herstellen. Wenn du das als Kunst bezeichnest. Das stammt von den Werkzeugen des Künstlers. Ich zeige es dem Kunsthändler. Dieser Tempel ist dem Gott des Weins geweiht, Dionysos. Das würde Markus gefallen. Lasse mich nicht einschüchtern. Trefft die Vorkehrungen und verdoppelt entsendet, will ich sofort wissen, wenn sie da sind. Ja, Archon. Aber Archon, bitte, die Jesus, Händler sind... Ich verstehe deine Bedenken. Aber der Schutz der Stadt und der Steinbrüche hat oberste Priorität. Ihr dürft gehen. Die Beratung ist beendet. Alexios. Wie? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich noch immer fallen. Ich dachte, du wärst... Sandra lebt noch. Sie ist bei Ihnen, oder?
Ich begann ein ganz neues Leben. Kannst du das verstehen? Und jetzt erfahre ich, dass du lebst. Dass ihr beide lebt. Wir müssen sie zurückholen. Es ist zu spät. Ich habe euch einmal im Stich gelassen. Das reicht. Was hast du? Wie hast du? Ich habe eine Menge Fragen. Die haben wir beide. Aber... ich antworte so gut ich kann. Erzähl mir von meinem wahren Vater. Wieso weißt du von ihm? Er sagt es mir. Nikolaus, du warst bei ihm? In Megaris, ja. Nikolaus war dein Vater. Er hat dich aufgezogen, bis ihm sein Dienst für Sparta wichtiger war. Es gab einen anderen. Was kannst du mir über ihn sagen? Ich hatte gehofft, du müsstest die Wahrheit nie erfahren. Doch es gibt Dinge, die du wissen musst, wenn wir den Kult stoppen wollen. Was meinst du? Er erwählte mich lange vor deinem Vater, Nikolaus. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Was ist los? Soldaten von Paros haben in der Bucht angelegt. Nur wenige. Vielleicht ein Dutzend. Malakka! Timo, sammle die Truppen. Deine Fragen müssen warten, Kind. Ich möchte helfen. Kannst du mit diesen Waffen umgehen? Mit Sicherheit besser als damals. Gut, komm. Wer greift da an? Paros, jenseits der Bucht. Es scheint, Silanos hat nun doch genug davon, den Marmorhandel zu teilen. Warum jetzt? Wir hatten immer Probleme mit Paros. Ich habe einen Angriff erwartet, nur nicht so bald. Ich schätze, dann ist es zu spät für Verhandlungen. Verbündete vergessen schnell ihre Treue schwüre, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Warum arbeitest du nach all dem mit Sparta zusammen? Paros hat sich mit den Athenern verbündet. Sie ließen mir kaum eine Wahl. Du brauchtest Hilfe. Eine Rivalität mit Paros ist das eine, doch sie machten einen Krieg daraus. Ihre Partnerschaft mit Athen war mehr, als Naxos schultern konnte. Soll endlich ankommen. Let's go.
Es bestand immer eine Rivalität zwischen den Inseln. Schließlich herrschte Naxos einst über Paros und Andros. Und sie beneiden uns um unsere Handwerker. Und jetzt? Sie glauben, sie hätten ein Recht auf Expansion. Ihr Oligarch will ihre Flügel ausbreiten. Aber wir stutzen sie ihnen, bevor es dazu kommt.
Wir wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Du erinnerst mich an Nikolaos. Du kämpfst genau wie er. Gnadenlos und gerissen. Er wäre stolz. Das Leben lehrte mich anderes. Wenn jemand einen Kopf will, musst du lernen, deinen Hals zu retten. Ich weiß genau, was du meinst. Was passierte in der Argolis nach jener Nacht? Ich fand deine Schwester und brachte sie zu dem Arztgehilfen Hippokrates. Ich hielt dich für tot. Ich wollte euch nicht beide verlieren. Ich sprach erst kürzlich mit ihm. Diese Nacht verfolgt ihn immer noch. Es brach mir das Herz, als mir die Heiler des Asklepios von Kassandras Tod erzählten. Ihr beide wart meine ganze Welt. Sie hat überlebt. Sie haben gelogen. Sie haben wohl erkannt, dass sie besonders war und haben sie dem Kult übergeben. Sie wurde manipuliert. Sie glaubt, sie tut das Richtige. Einige haben den Kult erfolgreich verlassen. Wir könnten sie retten. Wir schulden ihr den Versuch. Ich verstehe nicht, was der Kult von unserer Familie will. Es gibt viele Gründe, Kind. Was haben wir ihnen je getan? Jetzt lautet die Frage wohl eher, was wir ihnen antun werden. Sie fürchten uns. Deine Vorfahren sind ihnen seit Generationen ein Dorn im Auge. Sie haben beschlossen, dass wir sterben müssen, damit sie ihre Pläne umsetzen können. Der Kult wird bezahlen. Für das Leid unserer Familie und der griechischen Welt. Du bist stark, mein Kind, aber man erlegt dieses Biest nicht mit Schwert und Speer allein. Ich nutze jede Waffe, damit sie so leiden, wie wir litten. Ich weiß, du hast Sparta verlassen. Aber wie kamst du auf diese Insel? Ich konnte bei Nikolaos nicht bleiben, nach all dem. Ich musste raus aus Sparta. Wieso hierher? Ich sah die Möglichkeit, Menschen zu helfen, etwas zu erschaffen. Ich wurde zur Herrscherin ernannt und beschütze diese Insel vor jenen, die ihr schaden wollen. Was ist mit Sparta? Du weißt, was dort vor sich geht. Es braucht jetzt deine Hilfe, genau wie Naxos zuvor. Ich wollte mehr als einmal nach Hause zurückkehren, doch der Schmerz saß zu tief. Manchmal ist eben das, was wir tun sollten, am schmerzhaftesten. Führen wir das Gespräch woanders fort, ohne den Geruch des Todes in der Luft. Reite mit mir. Nur an den Fuß des Taigetos-Gebirges. Als ich dich nach deiner Geburt zur Pythia brachte, sagte sie nichts von solch einem Unheil. Sie sagte, du hättest Großes vor dir. Die Pythia kann nicht alles vorhersehen. Deine Kommandantin hat schnell gehandelt und Alarm geschlagen. Wie gefährlich Paros ist. Sie machen keinen Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Ja, vielleicht, doch es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Paros ein Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Aber ich denke, du hast recht. Ella! Tempel nimmt Gestalt an, Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn wir nicht bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt.
An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern. Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank, Phönix. Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist ein bemerkenswerter Mann geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Damit wir den Kult ein für alle Mal vernichten. Wenn es nur so leicht wäre. Du hast Kraft, doch allein erreichen wir nichts. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Myrine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult, doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit.
Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Alexios, pass dich der Stimmung an. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Du bist sehr mutig, Myrine. Doch diese Gefahr zu ignorieren, wäre morsch. Diese... Ich weiß, wer sie sind. In welcher Gefahr du schwebst. Ein Höhleneingang. Da sind sie drin. Huh?
Hier passen die Wachen sicher gut auf. Huh?
wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Man sagt, Zeus wuchs in diesen Höhlen auf. Martina!
Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen aus Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bring sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Sparta hat sich sehr verändert. Korruption ist heute überall, so wie es Basir sagte. Selbst in Sparta. Sie wollen Disziplin nach ganz Griechenland bringen und verraten von innen. Sie kämpfen gegen den falschen Feind. Ich bin Spartanerin. Du bist Spartaner. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach? Ja, dann komme ich mit. Paros muss gestoppt werden. Wir reißen eure Statuen nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss, um die Welt von Nagern wie euch zu befreien.